Hallo, herzlich willkommen bei Wetzel Automobile. Liebe VW Käfer Rallye-Freunde und lieber Nico. Hallo. Hallo. Nico Gasperatus. Den Mann an meiner Seite zu haben heute hier ist für mich sensationell, weil, ich erzähle kurz, also hier steht ein Megakäfer, 1303, richtig? Mhm, 1303, LS. Also Basismodell. Basismodell LS. Und du weißt viel über solche Autos zu erzählen, weil du warst mal Rennfahrer. Da steht noch dein alter Old hier. Guck mal, einmal muss ich hier rüber. Hat er extra mitgebracht. Guck mal hier, kann ich Original auch Volkswagen. Komm, ich setz ihn auf. Ja, willst du mal? Na komm, das ersparen wir dir jetzt. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob du da noch reinpasst. Aber das war damals dein Original-Overall von Volkswagen mit dem Helm und so. Cooles Ding. Du hast viele solche Käfer gebaut, hast du mir erzählt. Freunde von dir sind Walter Röhrl und solche Sachen. Die, mit den Jungs bist du damals... Auch mal so hinterher oder teilweise genauso schnell. Ah, cool. Gefahren. Echt? Ja, wow. Ja, tatsächlich. Ja. Dann hättest du vielleicht keine Werkstatt in Hamburg machen sollen. Da hat nämlich eine schöne Werkstatt in Hamburg. Und wenn man mal Saab ist deine Spezialität, genau. Glaube ich, jetzt. Ja, und du gerne. Baust auch Rallye. Hier, Markus, den kennt man ja auch, ja, von den Käfervideos bei mir. Lässt sich gerade von Nico und Saab bauen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Der ist ja auch so ein Verrückter, so wie Nico. Und hier haben wir jetzt ein Auto, Nico. So ein bisschen auf Rallye-Käfer gemacht. Salzburg, was ist Salzburg-Käfer eigentlich? Ja, ich sag mal, Salzburg-Käfer war ja so eine Sonderedition. Das ist er nicht, aber ja. mit einer schwarzen Folie drauf wäre auch schnell eine Kopie eines Salzburg-Käfers, okay. Weil das Auto geht gut. Okay. Das Auto hat prima Attribute, Porsche-Radnaben, alles eingetragen. Also nicht irgendwie bis zur nächsten Polizeikontrolle und dann fährt das Auto auf dem Anhänger weiter, sondern das ist alles dokumentiert und sicher. Ne? Das ist cool. Und du hast ihn dann in der Werkstatt gehabt, weil er kennt, also Nico kennt den Eigentümer, das ist der Christian, netter Mensch, wir mögen ihn beide und er hat viele Autos, kauft hier gerne Autos und lässt aber auch viele bei dir reparieren, wenn mal was ist so, ne? Und fällt ja immer mal was an, wenn man viele Autos hat und der Christian hat den gehabt, hat aber immer eigentlich keine Zeit, seine Autos zu fahren. Und er hat so viele. Er hat so viele, genau. Er fährt immer mit anderen, kommt jeden Tag, wenn er kommt, mit einem anderen Auto hier an, aber er schafft es trotzdem nicht. Jetzt hat er ja noch meinen Sebastian, der hilft ihm ja auch noch immer zu fahren. Ja, der Sebastian freut sich natürlich. Und du bist sowas gefahren auf Rundstreckenkursen, also den auch genau. Du bist Ich habe ihm tatsächlich mal weggenommen, weil das hat mich total fasziniert. Und bin damit auf dem Heidbergring bei einer Sprintveranstaltung gefahren. Riesenspaß. Riesenspaß. Ich habe die Videos gesehen. Tolle Rundenzeiten. Also ich glaube, wir sind 30 Sekunden gefahren. Das ist da schon relativ fix. Und das hat einen Spaß gemacht. Und man hat das Auto auch nie verlieren können, weil der ist so dankbar. Du hast einfach nur ein bisschen zu weit auf, leicht eingelenkt, weiter drauf. Geil. Riesenspaß. Riesenspaß. Und dann natürlich drinnen mit Skier. Du musst so ein, rote Klappe hoch, dann Benzinpumpe an, dann Start. Ja. Also ist schon echt cool. Dann die fetten Scheinwerfer vorne. Also können wir gleich mal zeigen, wie die angehen tatsächlich. Und Street Legal, ne? Also was heißt das? Also Street Legal, ja. Was heißt das? Legal, ne? Das ist einfach auch geil. So geil. Der Wetzel, ey. Der Wetzel ist wieder super vorbereitet. Ich bin tatsächlich fast gut vorbereitet. Wir haben hier einen fetten Ordner mit allen möglichen Rechnungen und was hier, also ich habe das jetzt nicht alles durch, aber das ist eine Menge Historie von dem Auto, wie es gebaut wurde und. Motor von Remmele. Und Motor von Remmele? Remmele-Rechnung war hier auch noch drin, ja. Du hast ja Motoren auf der Straße gewechselt, ne? Hast du mir ja, das habe ich auch mal gemacht für Volkswagen, kurz vor Rom bei der Millimilia. Aber das braucht man hier nicht, der fährt wirklich zuverlässig. Aber der Spruch von dir hat er mir gerade erzählt, wir haben eben noch ein bisschen vorher uns unterhalten, bevor wir das Video drehen. Und da war es dann so, dass du gesagt hast, ja Jungs, ihr könnt im Auto sitzen bleiben, guckt weiter die Karten an, es geht gleich weiter. Und dann kommt der Motor hinten raus und dann so andere rein und weiter geht's. Also ich glaube, wir haben keine 30 Minuten gebraucht. Echt geil. Ja, geile Nummer, kann ich mir mal gar nicht vorstellen. Aber hier ist auf jeden Fall eine coole Dokumentation von dem Auto. Und wir haben Gutachten, zwei Stück, eins aus 19, glaube ich, mit 36.000, eins aus 23, ich glaube 33.000. Also... Das ist, ich weiß noch, als ich habe den schon mal verkauft, wie gesagt, vor 3 Jahren ungefähr, an den Christian halt. Und da war die Nachfrage ziemlich groß tatsächlich nach dem Auto. Keine Ahnung, mal gucken, was jetzt kommt. Ich packe das jetzt mal weg. Also ne, wenn jemand kommen will, ich kann das nicht alles, schreibt mir bitte nicht von wegen, oh, können wir mal Fotos von den Unterlagen haben, weil kann ich nicht alles fotografieren. Aber ihr könnt gerne vorbeikommen, euch hier eine Stunde hinsetzen beim guten Kaffee oder beim Gin Tonic oder was auch immer. Und je nach Uhrzeit. Und dann kann man sich das hier in Ruhe angucken. Und zur Not fährt man nochmal zu Nico, ist nicht weit weg von hier. Quatscht nochmal mit Nico über das Auto. Aber ich würde gerne das jetzt mal
uns, dass wir uns das anschauen. Ich packe das mal kurz weg hier. Und dann, Nico, gucken wir mal, was du noch so zu dem Auto sagen kannst. Wir können ja mal hier rumgehen, Nico, auf diese Seite. Wir machen gleich drin erstmal. Also er sieht von außen wirklich toll aus, oder? Also er hat, ist nicht zerbeult, zerkratzt oder irgendwas. Hier, klar, die Chromleisten sind ein bisschen angelaufen. Da kann man vielleicht noch. Das ist Originalzeug, ne? Also, genau, das ist ja auch eine gute Aussage von dir. Das ist Originalzeug und das, was man jetzt so teilweise nachkaufen kann, das hat eine sehr schlechte Qualität, rostet dann irgendwann, ist tatsächlich nicht mehr so verchromt. Ja. Klar kann man die jetzt vielleicht händisch nochmal mit der Zahnbürste oder so. Ja, ja, Stefan aber, mit seinem kleinen. Da muss ja auch jeder ein bisschen Spaß dran. Ja, ja, genau. Das kann ja auch jeder sich dann. Ja. Man wächst ja mit so einem Auto zusammen, wenn man auch ein bisschen was dran macht. Und wenn man das kauft, um tatsächlich so Rundkurse zu fahren, Rallyes zu fahren, dann ist man ja sowieso. Hat man ja ein Händchen dafür, auch wirklich sich mit so einem Auto da zu beschäftigen und Sachen zu erledigen. Ja? Coole Felgen, BBS-Felgen, ist das was Besonderes? Oder ist das, ja, vor allem eine Porsche-Radaufnahme. Ne? Also nicht die Käfer-Radaufnahme mit 4 Bolzen, sondern hier 5 Bolzen mit einer vernünftigen Bremse dahinter. Das ist das Ziel dieser größeren Radnabe gewesen, dass das Auto nicht nur beschleunigt, sondern auch anhält. Okay. Und ja, das tut er, also das ohne müde zu werden. Und was hat er eigentlich, also wir können ja mal rumgehen hier, wir können ja mal hier hinten reinkommen. Also sieht wirklich gut aus, muss ich echt sagen. Ja, also top gepflegt. Hier, um Gewicht zu sparen, so ein paar Löcher hinten drin. Ich würde eher tippen, damit Lüftung, da die Luft wieder durchkommt. Ja, ja, wahrscheinlich. Das Nummernschild wird angebaut mit einer Distanz, damit die Belüftung tatsächlich auch stattfindet. Okay. Ne? Also nicht das Nummernschild wieder für den Nächsten, der ihn kauft. Ja. Nicht das Nummernschild platt dagegen hauen, sondern eine Distanz darunter machen, damit die Luft wieder raus kann. Und jetzt natürlich die Frage, was steckt da drin? Das ist ein Remmele-Motor, der kostet gutes Geld, wenn man ihn tatsächlich heute wieder bauen lässt. Aber das ist so zuverlässig und so standfest. Okay. Also eigentlich wie so eine gute Rolex im Rücken. Ne? Ich sehe, perfekt. Ja. Ich sehe, hier steht 120 genau, PS. Die ist hat das, auch. Das hat er auch. Ne? Ja, ja, Sonny heute hinter der Kamera. Schön, dass du da bist, Sonny. Wir freuen uns immer, wenn du das machst. Schöner mit Frauen zusammenzuarbeiten als mit Typen, weißt du? Nein, Quatsch, wir freuen uns auch immer über Thomas natürlich. Ne? Ich mache ja immer nur Spaß. Aber 120 PS. Ja, das Ding. Und das drückt ganz gut. Und das rockt ja auf der Strecke. Das geht gut ab. Alter Schwede. Ja. Ich müsste auch mal mit dem irgendwie auf so eine Rundstrecke. Du wolltest mich ja schon mal mitnehmen, aber. Ja, du hast ja nie Zeit. Aber ich habe ja nie Zeit. Ja. Genau. Aber das ändere ich jetzt. Jetzt habe ich mir das fest vorgenommen, ich ändere das jetzt. Zeit nehmen. Hier Scheiben, alles ordentlich. Ja, und vor allem getönt. Das ist ja auch wieder Silber getönt. Und dann grün getönte Scheiben. Ah, okay. Das ist, in der Sonne sieht das natürlich fantastisch aus. Ne? Ja, das ist geil. Ja. Das ist cool. Und dann hat rundherum getönt, oder was? Auch richtig. Vorne? Nee, vorne ist doch, vorne darf auch. Man vorne auch getönte Scheiben haben. Ach, ja, mit einem Grünkeil drin. Also kenne ich von Pagoden immer. Sehr, sehr lecker. Gibt's immer, Pagoden gibt es ja immer mit Grünkeil, mit Grün und nicht. Und, ja, und dann den Grünkeil hier oben noch, genau. Und ein Schiebedach ist auch ganz cool, finde ich. Also für so ein Auto nicht unbedingt zum Falls man tatsächlich doch mal zum Picknick möchte. Genau, wenn man einfach mal so fährt. Mal so ganz und nicht, fahren. Genau. Wir machen noch mal vorne auf. Hier geht da ist kein Motor drin. Da ist kein Motor drin. Nee, das weiß ich. Das habe ich jetzt auch schon gelernt. Aber er sieht top aus. Guck mal, wie der aussieht. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Also hier, guck mal. Kleines bisschen so ein Ersatzteilpaket dabei. Das ist ganz lustig. Ja, cool. Bisschen was zum Putzen. Bisschen was zum Putzen. Aber das ist wirklich ordentlich und schön. Sieht alles, weil so oft hast du so Kabelgewusel und so, gibt es hier alles nicht. Nö. Also, jetzt machen wir das. Boah, ich habe heute Morgen Tennis gespielt. Ich habe schon wieder verloren, ey, verdammt nochmal. Immer kriege ich den Arsch versohlt. Verdammt. Naja, egal. Jetzt gucken wir rein. Komm mal mit auf diese Seite, Nico, bitte. Sollen wir kurz mal erzählen, dass wir einen YouTube-Kanal haben? Den man gerne buchen kann und oder abonnieren kann. Und TikTok haben wir auch jetzt, da brauche ich noch ein paar Follower. Gucken wir mal, habe ich so zwei Jungs engagiert, die Finn und Moritz, die machen jetzt immer schön hier TikTok, so junge Kerle, mal gucken, was das wird. Die nehme ich immer ganz schön ran, wenn ich da was machen muss, aber gut. Das ist Massimo, wenn man mal Tachos reparieren will, wir haben alles hier, ne? Tachos, jetzt müsste Stefan noch... Mein Tacho muss reparieren. Jetzt müsste Stefan noch ins Bild kommen, dann können wir über Aufbereitung reden, später. Aber das machen wir später. Nico, Käfig. Ja, ich muss tatsächlich gucken. Aber ich meine, der ist von Schrot. Das ist eigentlich Nonplusultra. Okay. Aber ich tatsächlich, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es von Schrot oder von Heigo ist. Kann man auf alle Fälle TÜV. Ist, TÜV und steht mit dem Schein. Steht mit dem Schein, ist eingetragen, alles das weißt du alles. Okay, super. Ja. Mega, also wir gehen mal runter vielleicht. Hab ich genug erzählt mit unseren ganzen Newsletter und so? Ja, haben wir, ne? Also wer noch coole Autos in der Garage hat, gerne. Wir brauchen immer neue Autos, gerne. Einfach anrufen, E-Mail schreiben. Ich muss mich entschuldigen, wenn wir manchmal ein bisschen spät antworten, weil wir haben so viel Action hier, dass das manchmal ein paar Tage dauert. Aber
Hier, Sitze. Ricaro oder was ist das hier? Nee, was König. Ist das? Das sind Königssitze. Königssitze, ja, sind das. Aha, okay. Ich kenne immer nur Ricaro, aber König, das geht, ja, das, ist gut. Das geht ja hierbei nicht nur um gut, sondern tatsächlich auch der Königssitz hat eine ABE und ein Gutachten. Bei Ricaro wird es immer schwierig. Ah, okay. Die kommen nicht gleich mit einem Gutachten rüber und wir sind nun mal in Deutschland und nicht irgendwo anders, ja genau, oder in Panama, sondern wir brauchen ein TÜV-Gutachten dafür, damit es auch beim, ja, TÜV weitergeht. Was ja auch gar nicht schlecht, ja, ist, aber so. Hosenträgergurte, natürlich geil, passt natürlich top und braucht man hier bei dem Auto auch, wenn man damit richtig loslegt. Tripmaster haben wir drin für Rallyes, wenn man die, genau, fährt. Ne, so, ja. Auch das, funktioniert das alles? Das funktioniert alles. Funktioniert Wegstreckenzähler, alles. Wunderbar. Okay, Wegstreckenzähler haben wir. Das, ja, ist hier das, was ich meinte vorhin. Weißt du, wenn du hier einmal, musst du erstmal hier so, es geht so, jetzt machst du, wenn du starten willst, musst du hier anmachen, zack, dann Benzinpumpe an und dann geht das los. Und dann geht hier natürlich echt, haben wir hier richtig Sound und dann ist hier richtig, richtig Action. Und das machen wir auch jetzt gleich. Haben wir noch was vergessen, Nico? Irgendwie ist der noch leichter als ein anderer oder ist das, oder was? Ich glaube ist eher, das? Nicht. Eher nicht. Zumal, naja, Käfig gut, die Rücksitzbank fehlt, aber der Käfig kommt dazu. Also du teilst, ja, quasi das Gewicht wieder auf. Wahrscheinlich alle möglichen. Aber dafür hat er ja genug Schub. Genau, der hat ja ordentlich Druck, ja, und den kann man jetzt, also du würdest damit auch sofort wieder so, wie er jetzt hier ist, würdest du wieder... Ich mag den total, Strecke. Der macht einen Riesenspaß. Ja, könntest du auch ein Fahrradtraining anbieten, wenn jetzt jemand den kauft vielleicht, wenn man dich bezahlt, gerne, dafür? Ja? Natürlich nicht im Winter. Das nicht im Winter, aber da hat er Bock drauf, das weiß ich, der, ja, Nico, und geiler Typ. Ich würde sagen, Nico, wir machen ja immer am Ende dieser Videos immer eine kurze Fahrt hier über unseren Hof. Das können wir ja jetzt mal, das kann ich mal eben machen. Und dann gucken wir mal, oder? Sollen wir es so machen? Ich glaube, das ist ein guter Plan, oder? Perfekt. Großartig. Dann sage ich Nico noch nicht tschüss. Wir verabschieden uns gleich. Und dann fahren wir jetzt mal eine Runde über unseren Hof. Ja? Prima, bis gleich. Ich bin ja auch ein Depp, ja, ehrlich. Also jetzt habe ich hier schon so einen ehemaligen Rallye-Fahrer hier bei mir. Helm ist dabei. Was soll man? Jetzt fährst du natürlich, ja, einfach, oder? Weil es Spaß über macht, Funk, oder? Kann ich dich über Funk erreichen? Nein, oder? Nein. Nee, noch nicht so ganz. Aber das können wir ja. Komm, fahr du doch mal eine Runde. Setz mal auf. Wie steht der dir jetzt? Der Overall haben wir gerade probiert. Der passt nicht mehr, nee, leider. Nee, der passt nicht mehr. Oh, also aber der, das Overall steht dir ja sensationell. Guck mal, wie gut der aussieht. Das halte ich gar nicht aus. Das halte ich gar nicht aus, Nico. Ich weiß nicht, ob der Bart da drunter hier, ja, ist. Ja, ist cool. Sieht gut aus. Wir beiden alten Säcke. Super. Weißt du, geil. Echt schönes Ding. Komm. Okay, du fährst raus, einmal an uns nach hinten, einmal drehen, wieder und so ich weiter. Ich behalte ihn einfach auf. Geiles Ding, behalte ihn auf, komm, finde ich super. So, jetzt gucken wir mal, was Nico kann. Und wir gucken mal, was das Auto kann vor allen Dingen. Ich stelle mich mal hinter das Auto, dann kann man vielleicht ein bisschen Sound hören noch. So, ich bin jetzt mal hier hinterm Auto. Hammer. Hammer, Hammer. Ei, 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 ei. Das ist doch cool, oder? Ganz ehrlich. Mir fehlen die Worte, ehrlich gesagt. Wahnsinn. Oh, kommt her. Hammer. Ah, Nico. Ja, cool. Jetzt können wir nicht. Jetzt machen wir mal Blinker links, Blinker rechts. Nico, mach mal Blinker. Mach mal Blinker links. Macht er? Ja, super. Also, andere Seite auch. Ja, haben wir auch. Cool. Nico, das war die geilste Fahrt, die wir bis jetzt hier hatten, sag ich dir ganz ehrlich. Man hat gesehen, was das für einen Spaß macht, tatsächlich. Ich würde sagen, mein Lieber, ich sag dir mal so, danke, großartig, dass du dabei warst, ganz, ja, toll. Ich freue mich immer, weil das macht mir das immer leichter, solche Filme zu drehen. Das hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, ja, oder? Klar. Und wenn man mal eine coole Werkstatt sucht in Hamburg für Saab und auch Oldtimer und solche Sachen, Nico Gasparatos. Ich baue gerade für Peking Paris. Du baust gerade für Auto. Peking Paris, ja, cool. Also solche Autos baut er auch. Also, ja, wer da Lust hat, gerne sich melden. Könnt ihr bei mir melden oder gleich bei Nico. Großartig. Recht herzlichen Dank. Wir grüßen natürlich nach Wolfsburg und freuen uns, dass ihr zugeguckt habt bis zum Ende. Und ja,
Dankeschön, schöne Grüße aus Hamburg, Wetzel Automobile. Tschüss. Ciao. Also wenn der nicht schnell verkauft ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Nur glückliche Menschen damit. Wegstreckenzähler, Sonny. Das sind Wegstreckenzähler, da kann man, die braucht man halt, wenn man eine Rallye fährt. Also insofern sensationell. So, jetzt aber. Tschüss. Ciao. Adios.